20. Part, Leute. 20. Part. Mein Gott, wie ich mich freue, ey. Und damit herzlich willkommen zu mir und von mir und von Bamboos Let's Play Roulette Pokémon Gelb. Ja, mal gucken, wie weit der liebe Bambu jetzt gekommen ist. Nein. Nee, Pikachu, diesmal spreche ich die nicht an. Hab keiner keine Lust. So, erstmal gucken. Haben die was Neues gelernt? Ich weiß, bei ihm war das ja nur ein Blitz. Da hat sich sonst nichts mehr geändert. Tilo. Da hat sich auch nichts mehr geändert. Psycho. Ja. Da-dam. Und bei Tanja, Level 30. Rasierblatt. Oh, Rasierblatt. Auch gut. Freut mich. Poyo, ja, Poyo brauchen wir nicht. Was haben wir an Items? Superball, Pokéball, Top Eater, Beleber, Flucht, bla 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 bla. Oh, Aufwecker. KP Plus. Nugget X-Treffer Sonderbonbon. Die legen wir mal erstmal schön alles mal ab wieder. Weil ich habe auch keine Lust, so dass wir danach eine Zeit nicht mehr weiterkommen. So, Poyo, ablegen. Wurde transferiert. Den brauchen wir, im Moment brauchen wir den nicht. Wenn ich den brauche, kann ich den jederzeit wiederholen. Bis dahin aber ablegen. So. Was legen wir da ab? Sonderbonbon legen wir ab. Das brauchen wir nicht. Dann, oh, das ist so nervig, jedes Mal wieder nach unten zu scrollen. X-Treffer brauchen wir im Moment auch nicht. Nugget, ja, das kann man gut verkaufen später. Das ist gut. KP Plus brauchen wir auch nicht. Ansonsten VM kann man ja noch behalten, obwohl... So, die VM, die haben wir ja dem Pokémon schon beigebracht. Legen wir mal erstmal auch ab. Ja, ist ja jetzt Schwachsinn, den zu nochmal zu behalten erstmal. So, dann können wir jetzt erstmal wieder hier raus. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Boah! Das erweitert sich ja wirklich hier. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hat er jetzt den Turm geschafft? Nee, ich glaube, den Turm hat er noch nicht geschafft. Da wollen wir mal dann mal gucken, dass wir die Pokémon so weit trainieren. So, Tilo. Gut, dann gehen wir noch mal da rein. Ich muss ja mal gucken, wie weit. So, das hat er geschafft. Da ist er auch weiter. Normalerweise kannst du hier, ich weiß nicht, ob man hier noch ein Tragosso. Das hat er auch schon alles gemacht. So. Ach so. Ja, dafür brauchen wir dieses bestimmte Gerät. So, das hat er auch schon alles erledigt. Gut, weiter geht's. Das hat er auch schon alles erledigt. Okay, ich glaube, hat er den ganzen Turm schon? Ja, uns fehlt dieser X-Scope oder wie man den nennt. Ja, ja. So, fuck, zup. Dann gehen wir mal hier durch. Hat er die auch schon? Die hat er auch schon. Ja, ja, ja. Ein Geist taucht auf. Nebulak und Co. sind das. Überraschung, Überraschung. Die einzigen Geister-Pokémon, die wir hier in der ersten Edition haben. Hat er erledigt? Du hast einen geschützten Bereich betreten. Ash-Pokémon wurden geheilt. Oh, das ist schön. So. Ja. Das weiß ich, dass er nicht identifiziert werden kann. So, und rein. Durch. Das hat er auch schon. Hier, oh. Doch, der ist gut weit gekommen. Also, der hat ordentliche Kämpfe hier abgeleistet.
Hat er wirklich, ist er wirklich bis ganz nach oben gekommen? Ist nicht identifiziert, also... Ja, es ist halt der Nachteil. Ich weiß jetzt auch nicht... Natürlich würde es mir leichter fallen, wenn er noch im Turm geblieben wäre, dann wüsste ich, okay, da fehlt noch was. Aber jetzt weiß ich nicht, hat er sich nur geheilt? Wäre natürlich um einiges leichter für mich. Verschwindet Eindringlinge. Ach, okay. Ich glaube, den kann ich auch nicht attackieren. Nee. So war das. Stimmt. Okay. Dann gut, dass ich das auch habe. Ich verkürze mal den Weg. Alles klar, wir brauchen den X-Gaup oder wie man den auch nennt. So, was sagt denn die hier? Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Alles klar, irgendwo ist er. Aber wir brauchen den X-Gaup. Und der X-Gaup war der nicht. Oh Gott, wo war der denn? Gehen wir mal erstmal da lang. Nein. Ah, das war nicht. Nee, war nicht. Okay, dann, ach, ich habe mir ein Fahrrad. So, was haben wir denn hier unten? Schönes. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. Ash erhält TM 39. Was ist die TM 39? Sternschauer. Das lasse ich noch erstmal. Vielleicht kann Bäume wohl was damit anfangen. Ich kenne ja Sternschauer. Aber... So, wollen wir mal weiter gucken hier. Fahrrad. Dun, dun, dun. Da war er natürlich noch nicht. Cool. Mir ist etwas ins Netz gegangen. Ja. Bist du aber ein schlechter Angler, ey, wenn ich dir ins Netz gehe. So, Goldini. Na komm, Tilo, das schaffst du ja mit links. Schnabel. Zack. Naja, gut. Okay. Vorhinschlag. Zack. Zwei. So. Und jetzt habe ich es gerade bemerkt, auch wegen den Kämpfen her. Quapst du? Ja, ja, komm. Ist gut. Zack, hau rauf. Wow. Oh, wie süß. Willst du mich nass machen? Kriegt Tilo eine kleine Dusche. Der ist auch ganz gut so, ne? Quapsel. So, wurde besiegt. Goldini. Weiter geht's. Ja, Goldini. Komm, zack. Hau rauf, Wop. Okay. Na. Ist nicht. So, besiegt. Goldini wurde besiegt. Er besiegt Angler. Das ist gut. Angler, er ist bloß kein, ein kleiner Fisch. Irgendwie werden wir nicht einen großen Fang machen. Ja, super. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Irgendwann. Ich möchte es jetzt mal abschalten. Weil jetzt brauche ich... Ah, hier brauchen wir den Surfer. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Die Angler möchte kämpfen. Super. Den Tag ab. Ja, tolle Sache. Tilo. Gut. Schnabel. Jo. Alles klar. So, Tilo, so kannst du immer weiter kämpfen. Ah, siehst du, und du hast auch schon Level 28 erreicht. Das freut mich. Goldini. Nö. Tilo wird weiter kämpfen. So. Na was? Was? Ich wollte gerade sagen, ey, also das geht ja mal gar nicht hier. Hornattacke, naja, süß. Kann ich auch mit meinem Nidoking. Das geht ja auch. Oh, das war ein Volltreffer. Uns fehlt ja die Puckeflöte, die hat ja der liebe Wembo auch nicht. Und der X-Kopf. So.
Hätte ich eine bessere Angel, würde ich bessere Pokémon fangen. Ja, das glaube ich dir. So, komm. Tu du als nächstes der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Pokémon-Kind. Okay. Na denn. So, dann hau rauf. Tilo, das schaffst du. Zack. Hau auf die Kack. Ja, Schnabel gegen Schnabel. Wieso Schnabel? Seit wann hat denn bitte schon Goldini einen Schnabel? Nein, ich frag lieber nicht. Wer weiß. Nein. Nein. 642. So. Das war spitze. Ja, weiß ich doch. Von Pokémon verstehst du sehr viel. Doch, ich bin der bessere Angler. Ja, egal. Angel mal schön weiter hier. Traue ich Tilo das nochmal zu? Ja, ich traue das nochmal Tilo zu. Lauf, lauf, lauf. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Ja, dann arbeite doch. Wo ist jetzt das Problem? Hör doch auf, Alter. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Quapsel. So. Tilo. Das schaffst du. Komm schon. Hau auf die Kack. Und Volltreffer. Besiegt. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir mal später auch noch anfangen, noch richtig Pokémon zu sammeln. Das könnte ja auch noch passieren, ne? Wäre natürlich ganz gut. Dann nämlich, also ich persönlich würde dann vorschlagen, dass man dann auch ein schwächeres Pokémon hat. Dass man nicht trainiert, weil wenn man dann halt Pokémon fangen möchte und oder sie nicht besiegen möchte, wäre mal ganz gut, wenn man sowas Schwaches hat, ne? Zumindest so sehe ich das. Es gibt auch natürlich auch Attacken, die man auch, wo man die Pokémon schwächen kann, aber hat alles mit einem Risiko. Ist alles mit einem Risiko verbunden, sage ich mal so. Super! Ne, ja, nee, komm. Das schafft noch einmal Tilo hier. So, hau rauf. Oh, Volltreffer. Rauchwolke. Oh, einmal Rauchwolke und schon ist Tilo blind. Nee, hat doch noch geklappt. Super. Ja, ich besiege den Angler, ist auch toll. Weil ich keinen Zucker schlecken? Ja, natürlich kein Zucker schlecken. Okay, mit der Zeit gewöhnt man sich daran zu verlieren. Was für ein Loser. Gut, Psycho setzen wir mal an der Stelle. Ach Gott, ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Oh Gott. Da brauchen wir die Pokémon-Flöte. Verdammt. Gut, dass ich ein Fahrrad habe. Das geht ratzfatz hier. Warte mal, war da nicht? Ne, hier war nichts. Okay. Oh, ein Betreiber ist ein Ausguck. Ja, das ist schön. Ja, dann los. Auf mit deinem Fahrrad. Eine kurze Heilung. Und dann müssen wir nach links wohl. Dann gehen wir nach links. Willkommen im Pokémon Center. Blablabla. Heilen. Ja, ja, ich heiß. Und hier blablabla. Subi. Okay, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. So, komm jederzeit wieder vorbei. Ja, natürlich. Das werden wir. So, Fahrrad. Na, dann fahre ich hier durch. Dann geht's hier weiter. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Das bin ich! Ja! Oh ja, das bin ich. Du Göre, du. Bibi. Los, Psycho, das verschaffst du. Du Riesenvieh. Ja, komm, Hornattacke. Walk. Ja, dein kleinen Mini-Funter. So. Besiegt. So. Hau rauf. Geht doch. Na? Ja, trotzdem habe ich die besiegt. Ist ja egal. Was?
Ernsthaft, weil er einmal Heule angesetzt hat, habe ich es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Das ist doch so unfair. Hör auf! Sei nicht so gemein zu Pipi! Wieso? Du hast ihn doch in den Kampf geschickt, nicht ich. Ja, gut, Pipi entwickelt sich, wenn man ihm einen Dornstein gibt. Ja, da bist du aber auch intelligent, hä? War hier was? Nein, hier war nichts. Gut. Ich bin ein weiterer Glücksspieler. Oh, ein Glücksspieler. Der hatte doch mal eine Freude. So, Spieler, setzt Fukado ein. Und ich setz natürlich Psycho ein. Und mein Psycho wird dir voll in den Arsch treten, ja. Bock. Siehst du? Zweimal in den Arsch getreten. Ja, ja. Na komm, Hornattacke. Und weg damit. Vulpix, ja. Natürlich. Ich überlege auch schon jetzt mein letztes Pokémon, was ich da noch ins Team nehmen möchte. Aber das wird noch wirklich noch dauern. Das wird noch dauern. Psycho erreicht Level 29. Er besiegt Spieler. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Ja. Dafür hast du aber ordentlich cool hinterlassen. Glücksspiele und das Training von Pokémon haben eines gemeinsam. Man kann nicht damit aufhören. Tja, oh Gott, der Zerschneider. Da hätte ich jetzt den Zerschneider gut gebraucht. Na gut. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, denke ich mal auch, ne? So, Streber. Slimer. Ach komm. Hornattacke. Aussetzer. Wirst du wohl mein Hornattack? Ach, Energiefokus, ja, kannst du machen. So. Besiegt. So geht's. Slimer wurde besiegt. Streber wird Slimer in den Kampf schicken. Blab, blab, blab. Slimer. So. Oh, okay. Ach, das ist ja nichts hier. Das ist ja Kiki. Na komm. Es hat keine Wirkung, weil ich auch Gift bin. Das ist der Vorteil an Nidoking. Slimer wurde besiegt. Slimer. Schon wieder. Slimer, Slimer, Slimer. Alles klar. Gut. Ja, der ist ja jetzt auch schon wieder besiegt. Und zack. Besiegt Streber, das ist super. Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Natürlich ist es nicht logisch. Nee, jetzt will ich jetzt nicht jeden anquaseln. Oh. Da war ja das. Zack. Ich mag Nidoran sehr gerne. Bla 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 bla. Ja, ja, ich auch. Ach ja. Ach du Göre. Was willst du mir erzählen hier? Ach, ich setz Giftstaffel gegen Nidoran an. Bin ich, und der setzt auch Giftstaffel. Irgendwann ist wirklich hauptsächlich verloren. So. Wie süß. Damit wirst du nicht viel bezwecken können, das weißt du, ne? So, Psycho. Nidorina, zack. Guck mal, hast mal deinen weiblichen hier. Besteig sie. Um mit dir Huckepack zu spielen. Ja, Hornattacke. So. Besiegt. Level 30. Super. Ash besiegt Göre. Das ist gut. Besiegen ist immer gut. Warum? Warum nur? So, weiter geht's. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. So. Streber möchte kämpfen. Setz Morgan ein. Super. Und ich setze Psycho an. So, was machst du? Was sagst du jetzt dazu? Ha? So. Autsch. So. Sag mal. Oh, meine Hornattacke hat sich eh verbraucht.
Naja, ist ja nicht so schlimm. So. Und Streber besiegt. Das ging aber schnell. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Ja, dann geh doch zur Schule. Junge, Junge, Junge. Wir sitzen hier fest, weil Safronia City abgeriegelt ist. Ja, schön. So. Setze ich hier jetzt auch nochmal ein. Maus ist so süß und so knuddelig und so kuschelig und so weich. Und ach, es schnurrt. Aber es kann nur nicht reden. So, Mauzi. So, Mauzi. Tschüss, Mauzi. Weiter geht's. Mauzi. Tschüss, Mauzi. Und Level 30. Nein. So, hau rauf. Tschüss, Mauzi. Super. Miau. Ja. Aber Taubs und Ratten sind auch niedlich. Aha. So, dann nehmen wir mal jetzt Tilo. Dann haben wir alle vier Pokémon auf Level 30. Bibi, bla bla bla. Oh, jetzt habe ich zu schnell weggegangen. Ist ja egal. So. Göre. Boah. Ja, Tilo, ey. Jetzt hast du ein gefundenes Fressen, ey. Schnabel. Oh Gott. So, oh, der Part ist ja auch schon wieder fast zu Ende, ey. Oh Gott. Besiegt. So, weiter geht's. Ratfratz. Furienschlag. Auch ernsthaft. Au. Einmal. Zweimal. So. Nidoran. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, gut. Hat ja auch trotzdem noch geklappt. Super, weiter geht's. Mauzi. Mauzi. Einmal. Zweimal. Perfekt. Tilo. Nidoran. Gut, Nidoran. Setze ich einmal ein, ne? Furienschlag. Einmal. Zweimal. Dreimal. Gute. Tilo, super. Schau, was du getan hast. Der Wachposten von Safronia City ist so gemein. Er lässt uns nicht in die Stadt. Ja, ja. Ist hier noch ein Kampf? Was ist denn hier? Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Was? Okay. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Ja. Tunnelfahrt, Prismania City Lavandia. Alles klar, ich weiß, wo wir sind. Aber... Momento. So. Fahrrad. Komm, fahr los hier. Leute, ich werde eine Minute dranhängen. Aus dem Grund werde ich nur eine Minute dranhängen, weil... Ja, ich war ja im Pokémon-Turm und dementsprechend hat das auch schon mal eineinhalb Minuten gekostet. Dementsprechend lege ich nochmal eineinhalb Minuten drauf. Dann hat sich das dann auch erledigt. Furienschlag, komm. Einmal. Zweimal. Dreimal. Och, ernsthaft. Blubber, ey.
Blubber auch gleich, glaube ich. So. Ja. Mit dem Pokémon können wir mit eh nichts mehr machen. Prismania City ist, glaube ich, auch die letzte. Das ist auch die nächste. Ich glaube, wo der Arena-Leiter ist. Nee, keine Hypnose hier. Oh ja, vielleicht ist es dann diesmal mein Part wieder mit Arena-Leiter. Weil der letzte hat ja Bembo gemacht. Kapuzzi! Oh nee! Ja, dann hier. So. Nee. Komm. So, fertig. Weg damit. Gott. Okay. Thilo erreicht Level 30. Jawohl. Gut, super. Spieler knapp vorbei ist auch daneben. So. Man kann nicht immer gewinnen. Nee, kann man auch nicht. So. Ist hier noch was? Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht das mit der Chemie aus? Okay, Leute, das wird der letzte Kampf sein, offiziell. Dann höre ich auch auf. Dann muss der liebe Bembo mal gucken, was er dann als nächstes macht. Er wird sich bestimmt wundern, wie sie... Ich habe mir nicht so viel erreicht, ja. Passiert halt, ne? Naja, gut, aber er weiß auch nicht, dass ich noch mal nach unten gegangen bin. Aber das wird er dann sehen, wenn er dann meinen Partner sich anguckt. Denke ich mal... Oh, Tanja Level 31. Okay, Smogon, komm schon, zack. Okay. Alles klar, ein Volltreffer und ist aber nicht effektiv. Ist ja egal. Tackle. So, weg damit. So. Alles klar, Voltoball, komm. Raus damit. Rasierblatt. Und raus, komm. Zack, besiegt. Volltreffer, perfekt. Magnetilo. Ja, komm, raus. Zack. Ach Gott, Egelsam. Ja, ja. Okay, Rasierblatt. So. Okay. Schmarotzer, mein Gott. Gott, Volltreffer. So, besiegt. Gut, besser effektiv. Okay. Oh, eine Kernschmelze. Ja, okay, Leute. Gut, Leute. Ich stell mal ganz schnell das für den lieben Bembo wieder um. Hier. Speichere auch nochmal ab. Perfekt. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann im 22. Part dann wieder. Im 21. natürlich mit dem lieben Bembo. Bis dahin, Leute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschö.